Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Guten Morgen, liebe Leute. Ich sitze hier gemütlich bei einer heißen Tasse Kaffee und chill natürlich wie immer in den Nachrichten. Naja, und wie ich es immer so mache, ich gehe halt auf verschiedene Nachrichten, einmal in die Mainstream-Medien, einmal auf offiziell zensierte Nachrichtenportale, das kennt ihr alles schon. Und natürlich chill ich auch auf Telegram. Und hochinteressant, was man auf Telegram so findet. Vor allen Dingen bei Ärzte für Aufklärung, Anwälte für Aufklärung, Rechtsanwalt Ralf Ludwig, Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier, Rechtsanwalt Rainer Füllmich. Ich hoffe, kein vergessen. Also hochinteressant, was sich im Moment so tut. Da habe ich mal so ein Sammelsurium zusammengestellt von, ja, wie sagt man, das Versagen einiger Maßnahmen und das Versagen auch der Politik in der Vergangenheit, als wäre, ja, wie soll ich sagen, als wäre es geplant gewesen, dass unsere Politik am Ende ja als Versager dastehen, als unfähige Versager dastehen, muss ich ganz ehrlich leider mal so sagen. Ich habe das in meinen Videos ja schon oft angeprangert, dass es nicht sein kann, dass unsere Politiker in so einer Gesundheitskrise jeden Tag, ja, auch der Drosten, auch die Wissenschaftler, jeden Tag in der Mainstream-Presse zu sehen sind und Panik verbreiten und Angst und Panik verbreiten. Das am Anfang hat mich schon skeptisch gemacht. Ja, und jetzt knallt es an allen Ecken und Kanten. Ja, die Gerichte sind überlastet und es geht den Verantwortlichen ans Leder. Und was ich also überhaupt nicht verstehen kann, das ist hier der allererste Artikel, Süddeutsche Zeitung. Ich zeige euch ganz kurz meine Quelle. Das habt ihr gesehen vom gestrigen Tag. Das Bundesverfassungsgericht rügt ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die damalige Bundeskanzlerin hatte im Februar 2020 kritisiert, dass der FDP-Politiker Kemmerich in Thüringen mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Damit hat sie nach Auffassung des Gerichts ihre Neutralitätspflicht verletzt. Das Bundesverfassungsgericht, das ist das höchste Gericht in Deutschland, hat die damalige Kanzlerin Angela Merkel für ihre Äußerungen zur Wahl gerügt. Merkel hat sich in einseitig parteiergreifender Weise negativ zur AfD geäußert, sagte Vizegerichtspräsidentin Doris König bei der Urteilsverkündung. Sie habe damit das Recht der AfD auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt. Also, ich bin ganz bestimmt kein Freund und Fan der AfD, wie ich kein Freund und Fan jeglicher Partei bin. Die AfD hat sich auch hier in der Flüchtlingskrise miese Sprüche geleistet. Ja, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber was damals in der Flüchtlingskrise 2017 abging, das war nicht mehr feierlich. Was wir hier von der Storch gehört haben und wie sie alle hießen, das war wirklich nicht mehr witzig. Wenn wir uns darauf einigen können, dass wir aufhören, Bevölkerungsgruppen ja, auszuschließen oder zu denunzieren, dann können wir auf jeden Fall auch mal reden, denn die AfD hat auf jeden Fall gute Reden gehalten in der Corona-Krise, aber so geht's nicht, dass wir immer nur auf Flüchtlinge schießen bzw. verbal auf Flüchtlinge gehen, und das ist völlig daneben. Wir sind das reichste Land Europas, und selbst wenn wir es nicht wären, es muss immer einen Platz für Flüchtlinge geben. Meine Großeltern sind auch geflüchtet. Wir sind ja irgendwo alle irgendwann mal geflüchtet. Wenn nicht unsere Großeltern, dann unsere Urgroßeltern. Was ich hier absolut heftig und bedenklich finde, ist, dass diese Frau hier unser Land vertreten hat mit allen Gesetzen, Verordnungen, die dazugehören. Und man hat dann diese Infektionsschutzverordnung aufgesetzt und hat dann gesagt, pass mal auf, wenn dies und das passiert, müsst ihr halt als Bevölkerung auch zu Hause bleiben. So, und hier wird gesagt, wir pochen hier darauf, dass das alles rechtmäßig ist. Die Läden wurden geschlossen, ja, rauf und runter. Und jetzt stellt sich heraus, dass unsere ehemalige Bundeskanzlerin gegen die Verfassung verstoßen hat und vom Bundesverfassungsgericht gerügt wird. Das höchste Gericht in Deutschland rügt die ehemalige Bundeskanzlerin. Das heißt also, so rechtssicher war unsere Regierung und ist auch unsere aktuelle Regierung nicht. Und das muss man sich vorstellen. Das dauert hier
Es dauert hier, guck mal, Februar 2020 steht in dem Artikel. Das ist jetzt über 2 Jahre her. Es dauert über 2 Jahre, bis ein Gericht feststellt, ey, das war verfassungsrechtlich absolut nicht in Ordnung, Frau Bundeskanzlerin. Das muss man sich einfach mal vorstellen, ja. Die Verfassung, das Grundgesetz ist sozusagen die Basis von allem. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass das eben außer Kraft gesetzt wurde in den letzten 27 Monaten. Ja, und hier sagt das Bundesverfassungsgericht nur zu einer Äußerung, die die Kanzlerin sich zu einer Landtagswahl hat, ja, die sich zu dieser Landtagswahl geäußert hat. Entschuldigung, dass ich jetzt noch ein bisschen stolpere. Ich bin total erbost. Ja, das wäre so ähnlich wie, ja, das wäre so ähnlich wie, keine Ahnung. Du steigst hier in ein Taxi, hast dir ein Taxi bestellt, willst du irgendwo hinfahren zum Einkaufen, zu einer Freundin oder zum Freund, wo auch immer hin. Und dann stellt sich plötzlich fest, dieses Taxiunternehmen, was es hier schon seit 30 Jahren gibt, da hat noch nie einer überhaupt einen Taxischein gehabt. So ungefähr, ja. So ungefähr noch gar keine Gewerbeerlaubnis, nichts, ja. Also wie kann es sein, dass unsere Bundeskanzlerin hier vom Bundesverfassungsgericht gerügt wird? Das darf gar nicht passieren. Das darf meiner Meinung nach in keiner Weise überhaupt passieren. Aber gut, es ist jetzt leider passiert. Und es geht natürlich weiter in diesem ganzen Wahnsinn. Und zwar kommt hier der nächste sogenannte Justizhammer. Ja, wenn die Seite mal laden würde. So, hochinteressant, was hier passiert in unserem Land. Ein Verfahren nach dem anderen. Und zwar Justizhammer. Drohbescheide des Gesundheitsamtes an ungeimpfte Pfleger rechtswidrig. Auch das hier hat ein Gericht festgelegt. Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat eine bundesweit bedeutsame Entscheidung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht gewählt. Demnach ist die bisherige Praxis der Gesundheitsämter rechtswidrig, von Pflegern und Krankenschwestern Behandlungsnachweise zu fordern und Bußgelder anzudrohen. Das ist erschienen hier im Focus Online. Wie gesagt, auch an die Zensurbehörde, ich zitiere hier ausschließlich aus bereits veröffentlichten Artikeln. Also, man hat ja nun eine ganze Menge Behandlungsdruck ausgeübt auf die deutsche Bevölkerung. Unter anderem eben, ja, diese Behandlungspflicht, da wurde ja dann im März dagegen gestimmt im Bundestag, auch natürlich dank unseres Widerstandes. So, und jetzt, dann wurde ja gesagt, ja, dann bleibt es aber halt bei dieser einrichtungsbezogenen Behandlungspflicht. Und jetzt stellt hier ein Gericht fest, dass also die Gesundheitsämter keine Drohbescheide an ungeimpfte Pfleger schreiben dürfen, schicken dürfen. Das heißt, wie sagt man, das ist ja keine, das ist ja diese Impfdrohung oder wie sagt man? Es gibt doch so ein besonderes Wort. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Mir ist das gerade entfallen, dass hier so viel Druck ausgeübt wurde, eben auch zwischen den Zeilen. Ja, ich habe ja hier auch in meinem Bekanntenkreis einen jungen Mann, Sohn meiner Freundin, der jetzt angefangen hat, im Pflegebereich zu arbeiten und gesagt hat: Komm, scheiß drauf, dann geben wir uns das Zeug eben. Ja, und hätte er mal gewartet. Und das ist das. Und so geht es vielen Leuten. Die haben sich dann einfach auch durch die Presse und durch die Politik sozusagen in die Enge gedrängt gefühlt und haben dann hier, ja, hätten mal auf dieses Urteil warten sollen. Und auch hier wieder, ja, dieses ganze Narrativ bricht in sich zusammen und sogar deutsche Gerichte fangen jetzt an, hier Entscheidungen zu treffen, wo man sich wundert. Und man könnte sagen, hätte man das nicht von vornherein irgendwie in Angriff nehmen können, dass man hier ein bisschen vorsichtiger ist oder dass die Gerichte hier von vornherein was sagen? Nein, es bedarf immer eines Gerichtsverfahrens,
Ich bin ja dafür, dass wir Bürger so eine Art Bürgerveto kriegen, so eine Art Volksbefragung wie in der Schweiz, und dass man das vielleicht über eine Blockchain-basierte App-Technik irgendwie machen kann, dass man abstimmen kann. Oder zum Beispiel die älteren Leute, die dann eben kein Handy haben, dass die zum Beispiel ja vielleicht bei der Stadt anrufen können, um sich dann Abstimmungsunterlagen zuschicken lassen können. Oder vielleicht sogar in die Stadtverwaltung gehen können, um dort irgendwo abzustimmen, meinetwegen auch an einem elektronischen Gerät. Es muss so eine Art Bürgervetorecht geben. Das ist meine Meinung. Wir sollten vorher zu allen Änderungen gefragt werden. Man sagt ja immer jetzt dieser Brexit, ja, dass England also sagt, komm, wir wollen nicht mehr zu Europa gehören. Das ist eine schlechte Entscheidung gewesen, weil das auch über eine Volksbefragung ging. Und da sage ich immer, wer weiß, ob das alles eine schlechte Entscheidung war für die Briten. Denn das wird sich alles erst hinterher herausstellen, ob das so eine schlechte Entscheidung war, diese Volksbefragung. Und insofern bezweifle ich auch die Kritik an Volksbefragung. Und es geht natürlich weiter. Die Leute machen sich die Taschen voll, und zwar mit Staatsgeldern. Rund 5,7 Millionen Euro abgerechnet. Jugendstrafe für millionenschweren Corona-Testzentrum-Betrug in Freiburg. Das muss man sich mal vorstellen. Am Montag hat das Freiburger Amtsgericht einen 20-Jährigen zu einer Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Dieser hatte 5,7 Millionen Euro für ein Testzentrum abgerechnet, das es niemals gab. Das musst du dir mal vorstellen. So etwas passiert nur in Deutschland. Der meldet sich an und sagt, ich habe hier so und so viel 100.000 Tests gemacht. Und dann sagt die Regierung, ohne das zu überprüfen, ob es überhaupt ein Testzentrum gab, hier sind 5,7 Millionen Euro. Habt ihr überhaupt annähernd eine Ahnung, was das gesamtdeutschlandweit bedeutet? Wie viel Betrug in wie viel Millionen Höhe hier passiert ist, sind? Ich meine, hier wird einfach nur das Geld rausgetan, in der Hoffnung, ja, das wird sich dann schon alles regeln. Gut, dass der junge Mann hier ein Testzentrum eröffnet hat. Wie viel Millionen braucht er? Also wirklich, unsere Politik schmeißt nur noch Geld raus, in der Hoffnung, dass man damit alles regeln kann. Das Schlimme ist, das sind hier alles Steuergelder. Es ist hier wirklich komplett egal. Ein Totalversagen unserer gesamten Politik. Es tut mir leid, dass ich das so nennen muss, ja. Ich bin ja nun wirklich, wie gesagt, absolut kein Reichsbürger oder Regierungskritiker. Überhaupt nicht. Ich sage es immer wieder. Ich habe einen tollen Kommentar gesehen, gestern, vorgestern unter einem meiner Videos, wo einer schrieb: Hey, Streampunk, du sagst immer unser Bundeskanzler. Es ist nicht unser Bundeskanzler. Mein Bundeskanzler ist es nicht. Pipapo, lalala. Da habe ich ihm geschrieben. Ja, kann ich verstehen. Es dreht sich aber eher um das Amt des Bundeskanzlers. Das heißt, das Amt des Bundeskanzlers, das ist das, was wir brauchen. Genauso wie das Amt des Innenministers, des Außenministers, alles, was dazugehört. Wir können ein bisschen weniger Abgeordnete gebrauchen im Deutschen Bundestag. Vielleicht die Hälfte. Es gibt Leute, die sagen, ein Zehntel reicht. Da müssen wir mal gucken, wenn das Bürgervetorecht noch dazu käme, wäre das ja eine tolle Sache. Auf alle Fälle brauchen wir diese ganzen Ämter. Nur die Personen, die diese Ämter besetzen, sind vielleicht im Moment nicht so die fähigsten. Ja, so, und dann geht das natürlich weiter hier. Es geht weiter, es geht weiter. Wer das noch nicht gehört hat, Prozess, wer die Impfung verweigert, wird sofort rausgeschmissen. Zwei Offiziere der Luftwaffe klagen gegen die Corona-Behandlungspflicht. Bei der Bundeswehr, doch im Prozess, geht es um viel mehr, um Arrest, um erzieherische Maßnahmen, die Sicherheit der Behandlung und die Existenz der Betroffenen. Über zwei ungewöhnliche Verhandlungstage. Für die betroffenen Soldaten geht es um ihre berufliche Existenz. Auch deshalb sind viele von ihnen weit zum Prozess angereist. Wer weniger als 4 Jahre bei der Bundeswehr gedient habe und die Behandlung verweigere, werde sofort rausgeschmissen, erzählen zuschauende Soldaten nach der Verhandlung. Die anderen müssten erzieherische Maßnahmen dulden. Das hier ist jetzt leider eine Abo-Falle, wie ich das mal so nennen mag, oder eine Abo-Sperre oder was. Auf alle Fälle ist das dieser Prozess, der hier in, ich glaube, in Leipzig abgeht. Falls ihr da andere Informationen habt, verbessert mich gerne, schreibt das gerne in die Kommentare. Das ist ein Artikel von welt.de. Da dreht sich das um den Prozess, dass zwei Offiziere eben sagen, pass mal auf, da müssen wir mal genau gucken, ob das rechtlich alles so in Ordnung ist. Und dieser Prozess, der ist also noch nicht abgeschlossen.
Aber hier hat das Gericht schon mal festgelegt, darüber schreibt die Frankfurter Allgemeine, dass es Versäumnisse der kassenärztlichen Vereinigung gibt. Diesen Artikel habe ich gerade schon mal frisch im letzten oder vorletzten Video erwähnt, passt aber heute auch wieder wie die Faust aufs Auge, dass also hier gesagt wird, im Prozess um die Corona-Behandlungspflicht bei der Bundeswehr hat das Bundesverwaltungsgericht Versäumnisse der kassenärztlichen Vereinigung bei der Übermittlung von Behandlungsdaten festgestellt. Die kassenärztliche Vereinigungen hätten ihre Pflicht zur Meldung sämtlicher Daten an das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut nicht komplett erfüllt, sagte der Vorsitzende des Bundesgerichtes am dritten Verhandlungstag am Mittwoch in Leipzig. Genau, Leipzig, hier steht's, ne? Laut Infektionsschutzgesetz sind die KV verpflichtet, unter anderem Nebenwirkungen den beiden Instituten mitzuteilen. Dies ist laut Senat nicht umfangreich genug erfolgt. Also hier ist das Urteil noch nicht gesprochen und das Gericht sagt schon, Moment mal, was ist denn hier bei der kassenärztlichen Vereinigung passiert? Das kann ich euch sagen, warum die nicht aufgepasst haben. Weil die haben hier nämlich, pass auf, die kassenärztliche Vereinigung in Thüringen veranstaltet in Erfurt hinsichtlich der Schließung des Impfzentrums eine exquisite Feier im Wert von 195.000 Euro. Trotz hoher Inzidenzwerte sind zahlreiche Politiker zu Gast und Jan Delay sorgt für Stimmung. Badaboom. Hohe Inzidenz, prominente Gäste, Thüringens Kassenärzte feiern Party für 195.000 Euro. Wenn das auch noch auf die Rechnung der Thüringer Kassenärztlichen Vereinigung geht, dann sind das Krankenkassenbeiträge, die diese Party hier bezahlen. 195.000 Euro, 185.000 kriegt Jan Delay dafür, möchte ich wetten, wenn der mit seiner Band anreist und hier richtig Gas gibt. Den guten Mann, den habe ich früher mal gefeiert für seine kritischen Aussagen. Allerdings habe ich ihn neulich mal in einem Interview gesehen. Und sie leiden ja alle unsere Musiker, weil sie nicht auftreten konnten. Und mein Gott, wie schlimm ist das alles. Ich muss ehrlich sagen, als Musiker, als Künstler, ja, hat er viel für Deutschland getan und auch für die Musik. Allerdings als Mensch, muss ich sagen, scheint er eine richtige Flachpfeife zu sein. Er macht seit 17 oder seitdem er 15 ist, macht er Musik, hat er nie was anderes gesehen, außer seine Musikerblase. Und wenn ihr euch den mal anhört, was der so zu dieser Gesundheitskrise sagt und auch dem Faschismus, der hier abgeht in der Presse, der hat ja damals auch sogar noch bei der Impfkampagne noch mitgemacht. Das ist ja an Peinlichkeit nicht mehr zu übertreffen. Ja. Für einen ehemaligen Linken, der für Freiheit und Demokratie und gegen Unterdrückung ist, so eine Scheiße zu verzapfen. Und da sieht man das Geld versaut die Leute. Aber wollen wir uns da nicht lange dran aufhalten und drüber aufregen? Es gibt natürlich noch mehr zu besprechen. Und zwar hier hat die Ärztekammer gefordert, verbesserte Corona-Datenerhebung der Krankenhäuser und die Kliniken fragen sofort nach der Finanzierung. Und da gehen wir ganz kurz einmal rein. Zur Vorbereitung auf eine mögliche neue Welle im Herbst fordert die Bundesärztekammer eine bessere Datengrundlage zur Bewertung der pandemischen Lage. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren einen wahren Datenblindflug erlebt, der keine gute Grundlage für rationelle Entscheidungen war, sagte der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe, also hier auch Mainstream at its best. Nur wenn Klarheit über das tatsächliche Infektionsgeschehen herrsche, könne man die Krankenhaus- und Intensivbettenbelastung realistisch prognostizieren. Die Bundesregierung solle sich nach den Worten von Reinhardt daher den Rat ihrer Expertinnen und Experten zu eigen machen und endlich systematisch Daten zur Infektionsdynamik, Krankheitsschwere und zur Belastung des Gesundheitswesens erheben und auswerten. Der 19-köpfige Corona-Expertenrat hatte in seiner am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme unter anderem eine solche Datenhebung erlangt. Reinhardt ergänzte, es brauche zudem Gewissheit darüber, wie wirksam die in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen gewesen seien. Denn die Bevölkerung wird erneute Einschränkungen nur dann akzeptieren, wenn diese erwiesenermaßen notwendig und wirksam sind, so der Ärztekammerpräsident. Die Erkenntnisse aus der Evaluation der Maßnahmen, die Ende des Monats vorliegen sollen, müssten daher ebenfalls in die weitere Planung mit einfließen. So, und jetzt kommt hier der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft
forderte unterdessen Vorschläge von der Politik, wie die geforderte Datenerhebung finanziert und ohne Mehraufwand für Kliniken geschaffen werden solle. Wenn die Politik jetzt für den Herbst Echtzeitdaten aus den Krankenhäusern nutzen möchte, muss sie die Frage beantworten, wie dies technisch realisiert werden solle und wer die Kosten für die notwendigen IT-Investitionen übernimmt. Also da möchte ich ganz kurz einmal auch nochmal hier wirklich komplett durchdrehen. Ja? Ihr habt Milliarden kassiert in der Gesundheitskrise. Ja? Wir wissen, dass der Intensivbettenskandal herausgekommen ist durch Tom Lausen. Tom Lausen hat eine Intensivbettenseite aufgemacht, wo ganz klar zu sehen ist, dass Intensivbetten abgebaut wurden, um die 75% Auslastung zu erreichen, um Gelder von den Krankenhäusern zu bekommen. Wir haben auch gehört, dass in der Gesundheitskrise die normalen Stationen zum Teil leer waren. Es war zum Teil Kurzarbeit vorhanden. Zudem haben die Krankenhäuser sich die Taschen voll gemacht. Diese Liste der Krankenhausbettenbelegung, Tom Lauses Datenanalyst, über den habe ich schon oft erzählt, der hat sich das ganz einfach aus der Datenbank aller Krankenhäuser, aus den Abrechnungsdaten rausgeholt. Ganz genauso, wie er jetzt vorgetragen hat, unter anderem auch bei dem Gerichtsverfahren in Leipzig, dass die Klage der beiden Bundeswehrsoldaten, dort ist Tom Lausen auch als Sachverständiger eingeladen und hat dort auch ganz klar vorgetragen, dass die Ärzte, die Krankenhausärzte und auch die niedergelassenen Ärzte sehr viel mehr Nebenwirkungen abrechnen als in der Presse und auch überhaupt das Paul-Ehrlich-Institut angibt. Und jetzt frage ich mich, wieso jetzt plötzlich hier der Krankenhaus-Boss kommt und sagt, wie sollen wir denn die Daten erfassen? Ja, also wenn es genehm ist und wenn es also dem eigenen Wohl und Vorteil dient, dann können Daten sofort erfassen werden. Denn die Patienten sind zum Beispiel in Krankenhäusern ja auch alle komplett getestet worden. Das dauert ja auch so seine Zeit. Ne? Und das haben die Krankenhäuser auch gemacht, ganz klar, um eben entsprechende Daten zu haben. Nun haben wir hier gerade gehört, dass dieses Impfzentrum dort mit 5,7 Millionen Abrechnungsbetrug hat ja auch Daten geliefert, ja, die vielleicht, ne, nicht nur vielleicht, sondern gar nicht stimmen konnten, wenn der junge Mann gar kein Behandlungszentrum bzw. Testzentrum aufgemacht hat. Ja, also inwieweit sind diese ganzen Zahlen überhaupt richtig? Das findet man halt nur heraus, wenn man sich die Abrechnungszahlen der Krankenhäuser anschaut, wie der Datenanalyst Tom Lausen das gemacht hat. Ja, und der hat es ja, glaube ich, auch schon vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr in einem Interview erwähnt, diese ganze Intensivbettenlüge. Und jetzt kommen die Krankenhäuser an und sagen, wie sollen wir denn die Daten erfassen? Braucht ihr gar nicht. Wir machen das schon selbst. Wir schauen einfach in eure Abrechnungsgrundlagen. Ja, denn die Krankenhäuser, die rechnen ja nun nicht Monate nach Behandlung ab, sondern so schnell wie möglich, um auch so schnell wie möglich an ihre Kohle zu kommen. Und dann habe ich hier noch einen Artikel gefunden, das ist auch, es hört ja wirklich nicht auf, ja. Lauterbachs Regelung verstößt gegen Verfassung, Rechtsstaat und Demokratie. Da dreht sich da darum, Klage vor Hamburger Gericht gegen Halbierung des Genesenenstatus erfolgreich. Ja, und da hat der Karl Lauterbach seinerzeit, das hier ist vom 15. Februar dieses Jahres. Da hat er hier gesagt, so, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das hier nochmal genau steht. Nee, steht hier natürlich nicht. Also, er hat also gesagt, dass der Genesenstatus halbiert wird. Was war das denn? Von 12 auf 6 Monate? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Hier steht es auch leider nicht. Wie genau, hier wird nochmal die Regelung verlinkt. Genau, also die Halbierung des Genesenenstatus wurde für den Kläger mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Sie sei in der Fassung vom 14. Januar 2022 voraussichtlich verfassungswidrig und somit nichtig. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja? Und dann habe ich noch ein Urteil gefunden, leider jetzt hier nicht gespeichert. Da dreht sich es darum, dass ein Gastwirt auch vom Gericht Recht bekommen hat, dass der Lockdown, ich glaube 2020 war das, nagelt mich bitte nicht fest, den Artikel werdet ihr, wenn ihr aufgeklärte Widerständler seid, schon bereits gefunden haben, dass der Lockdown also für diesen Gastwirt verfassungswidrig war.
Also, sämtliche Maßnahmen sind hier im Nachgang verfassungswidrig. Unsere ehemalige Kanzlerin wird gerügt. Der jetzige Bundesgesundheitsminister verliert hier vor Gericht. Also, sie machen hier Dinge, die verfassungswidrig sind. Das finde ich wirklich höchst bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich höchst bedenklich. Das ist also wirklich schwierig. Man bekommt so das Bild einer faschistischen Regierung. Ich erwähne das gerne noch einmal, das habe ich neulich in dem Video schon gezeigt, wie also Markus Lanz dem Klingbeil von der SPD vorwirft, was unsere Verteidigungsministerin gerade macht, beziehungsweise nicht macht, dass es noch gar keinen einzigen Antrittsbesuch in den europäischen Nachbarländern gegeben hat, was also laut Protokoll üblich ist und dass sogar der britische Verteidigungsminister bereits offizielle diplomatische Beschwerde eingereicht hat. Das heißt, die tritt hier an, die kommt in die Regierung, ist Verteidigungsministerin und ja, es gibt keinen Antrittsbesuch, es gibt kein freundliches Hallo. Also unsere Regierung ist hier der lange Arm der amerikanischen Finanzelite, so wie es zu sein scheint. Und sie versuchen hier einfach über Presse, ja, über die Medien hier etwas durchzuboxen, was 2 Jahre später komplett in sich zusammenfällt. Ja, und das finde ich eine ganz, ganz erschreckende Sache. Ich sag's noch einmal gerne. Ich bin hier kein Reichsbürger, gar nichts, gar nichts dergleichen. Es dreht sich hier nicht darum, dass ich Anarchie möchte oder irgendetwas. Aber so mit diesem Personal geht es nicht mehr. Ja? Wenn ich sehe, dass hier Arztpraxen durchsucht werden, wenn ich sehe, dass hier Querdenkerwohnungen durchsucht werden, wenn ich sehe, dass bekannte Querdenker das Land verlassen haben, liebe Leute, dann sind wir zurück. Dann sind wir zurück in einer Zeit, die wir eigentlich so nie wieder wollten. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich immer noch unbehandelt bin und weil ich immer noch diesen Kanal habe und ich werde auch bis ich ins Grab gehe, dagegen sein. Einfach dagegen sein. Es wird so nicht weitergehen. Ja, liebe Leute, und wie ihr mich kennt, am Ende eines jeden Videos verlasse ich euch immer mit einer positiven Nachricht. Wer also glaubt, dass dieser ganze Irrsinn, dieser ganze Wahnsinn, den wir Menschen hier auf der Erde veranstalten, ja, mit dieser Gesundheitskrise, mit dieser Ukraine-Krise, mit der Wirtschaftskrise, die wir vor uns haben, mit allem, was dazugehört, ja, mit unserem Alltag, mit dem Ärger, den wir haben und mit den Masken, die wir tragen mussten und den ganzen Lockdowns und allem, was dazugehört, wenn ihr glaubt, dass das alles ist auf dieser Welt und der Mittelpunkt unseres Universums, dann habt ihr euch getäuscht. Und ich möchte jetzt hier einmal ein bisschen Abstand schaffen zu allem und euch etwas zeigen und euch damit ein bisschen inspirieren. Forscher entdecken riesiges, wachsendes, schwarzes Loch. Masse Monster vergrößert sich rasend schnell. Ein schwarzes Loch ist, wenn ich das mal laienhaft so bezeichnen darf, ein Gravitationsfeld, was so stark anzieht, weil es so voller Masse ist, dass es sogar Licht verschluckt. Und man vermutet, dass es in der Mitte unserer Galaxie, unserer Milchstraße, ein schwarzes Loch gibt. Okay, wir schauen hier mal rein. Ich will es nicht zu kompliziert machen. So ungefähr kann das Ganze aussehen. Hier sieht man, wie die Sterne auch hineingezogen werden. Ein internationales Team von Astronomen hat eigenen Angaben zufolge ein extrem schnell wachsendes schwarzes Loch entdeckt. Es habe eine Masse von 3 Milliarden Sonnen. 3 Milliarden. Eine Milliarde kann man sich ja so schon nicht vorstellen. Eine Million kann man sich ja so schon kaum noch vorstellen. Aber 3 Milliarden als Zahl kann man sich schon fa fast nicht vorstellen. Und die Größe der Sonne kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Also hier eine unfassbare Masse, eine unfassbare Größe. Also diese 3 Milliarden Sonnen verschlinge jede Sekunde das Äquivalent einer Erde. Das heißt, eine Erde, 2 Erden, 3 Erden, 4 Erden, 5 Erden. Wahnsinn. Und leuchte 7000 Mal heller
als das gesamte Licht unserer eigenen Galaxie, berichtete die Forschungsgruppe am Mittwoch. Andere schwarze Löcher mit vergleichbarer Größe hätten bereits vor Milliarden Jahren aufgehört, so schnell zu wachsen. Das ist jetzt uninteressant. Das finde ich hochinteressant. Pro Sekunde verschluckt dieses schwarze Loch eine Erde und hat die Größe von 3 Milliarden Sonnen. Und jetzt sagt ihr, was soll der Blödsinn? Ja, ganz einfach. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie unbedeutend unsere menschlichen Probleme sind. Wenn ich immer sage, ich betrachte uns als Gesellschaft, als Bevölkerung, als Weltbevölkerung oft wie so ein Ameisenhaufen im Wald, den man zu spät sieht und einmal schon mal reingelatscht ist, versehentlicherweise, und hat ja mit diesem einen Tritt 100.000 Ameisen gekillt. Dann ist das für die Ameisen natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar, was ist da passiert. Die haben überhaupt nicht gerafft, was da gerade passiert ist, was 100.000 Ameisen gekillt hat. Ja, und für uns Menschen ist das einfach nur ein Ameisenhaufen. Und so ähnlich kann man das hier auch verstehen. Und ich habe hier ein Video gefunden, was den Größenvergleich der Erde zur Sonne zeigt. Das will ich euch einmal ganz kurz zeigen. Hier sieht man die Erde. Und hier sieht man die Sonne, die so langsam ins Bild kommt. Lasst das bitte einmal ganz kurz auf euch wirken. Und die Erde wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Jetzt ist sie nur noch als Punkt zu sehen. Das ist das Größenverhältnis der Erde zur Sonne. Ja, ich will es gerne nochmal zeigen. Lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Ja? Und auf diesem Planeten befinden wir uns hier oben in Europa, ja, mit unserem Problem, mit den Behandlungsstoffen, mit den Verfassungsklagen, mit dem Betrug der Impfzentren, ja. Hier oben, wo meine Maus ist, befinden wir uns. Und es bedeutet einfach nichts. Es bedeutet nothing, wenn man sich das einmal anschaut. Ja. Natürlich stimmt die Entfernung nicht. Das sollte aber jedem klar sein. Ich lasse das gerne noch einmal wirken. Das ist also das Größenverhältnis der Sonne zur Erde. Und wie wir eben im Artikel gelesen haben, hat das schwarze Loch eine Größe von 3 Milliarden Sonnen. Dieses riesige Ding, 3 Milliarden Mal. Das kann man sich halt fast gar nicht vorstellen. Ja, liebe Leute, und damit sind wir dann auch schon wieder am heutigen Ende meines Videos. Ich hoffe, ihr nehmt das ein bisschen positiv mit, wie man hier auf dem Foto sehen kann. So wunderschön, wie das Universum ist, so wunderschön ist es auch hier bei uns. Ja, das hier ist, glaube ich, der Gardasee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wunderschöne Optik. Ja, wir sollen auch nicht vergessen, die wunderschönen Dinge dieser Erde zu übersehen. Geht mal in den Wald, geht mal spazieren. Jetzt gerade im Sommer ist es wunderschön draußen. Ich bedanke mich für eure ganze Aufmerksamkeit, für eure ganzen Kommentare. Ich finde das immer hochinteressant zu lesen, was ihr so schreibt. Nehmt jetzt hier das letzte Video oder das gesamte Video so ein bisschen positiv mit. Die ersten Gerichte fangen hier an, recht zu sprechen. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich hoffe, das potenziert sich. Ihr werdet da auf alle Fälle von mir hören, so wie ihr mich kennt. Schaut doch mal bitte hier unter dem Video in der Infobox, da findet ihr noch Links zu meinem Telegram-Kanal, zu meinem Odyssey-Kanal. Da könnt ihr mal mitdiskutieren. Auf Odyssey findet ihr zum Beispiel auch Videos, die ich hier auf YouTube nicht bringen kann, aufgrund von Zensurproblemen. Ja, und auf Telegram findet ihr auch Nachrichten aus dem Ausland. Das ist hochinteressant, denn das Ausland berichtet ganz anders, wie hier in Deutschland berichtet wird, beziehungsweise nicht ganz anders, sondern im Ausland wird überhaupt berichtet. Im Gegensatz, ja, zu Deutschland. Neueste Nachricht auch aus Polen gehört gerade, fällt mir gerade ein. Die polnische Bild-Zeitung hat gesagt, was ist denn hier passiert? Wieso gibt es hier denn so viele Nebenwirkungen? Also es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr.
Und das ist auch alles richtig und richtig so und war auch zu erwarten eigentlich. Ja, lasst überall ein Abo da. Das ist für euch kostenlos. Schreibt gerne auch weiterhin eure Kommentare, was ihr zu den Themen zu sagen habt. Schreibt gerne, was ihr auch im Alltag erlebt habt. Wie gesagt, und lasst überall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt hier nach der Premiere, wenn das Video dann normal zu sehen ist, gibt es so ein Scheren-Symbol unter dem Video. Da könnt ihr immer kurze Ansagen meinerseits gerne rausschneiden und auf Social Media verteilen, wie ihr möchtet. Ja, und wie gesagt, lasst überall ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Denn was die Zukunft bringt, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.